meinem Kanal Mazis Welt. Ich möchte euch heute ein kleines Puppenbett-Makeover vorstellen. Meine Tochter bekommt ein Puppenbett zum Geburtstag. Ich habe im Trödel ein altes Holzpuppenbett gefunden, das, glaube ich, ursprünglich von Ikea kommt, aber es war schon ein bisschen bekritzelt und beschädigt und darum habe ich das Ganze mit Kreidefarbe weiß lackiert und mit Klarlack versiegelt. Natürlich braucht so ein Puppenbett auch Puppenbettwäsche und deswegen möchte ich euch im heutigen Video zeigen, wie ihr passend für euer Puppenbett Puppenbettwäsche nähen könnt. Zuerst habe ich das Puppenbett mit weißer Kreidefarbe angemalt. Für ein deckendes Ergebnis brauchte ich 3 Anstriche. Versiegelt habe ich das Ganze mit einer Schicht Klarlack. Für die Matratze braucht ihr 2 Rechtecke Baumwollstoff mit den Maßen 52 x 35 cm und ein doppelt gelegtes Volumenvlies in derselben Größe. Nun kommt zuerst das Volumenvlies und dann rechts auf rechts die Baumwollrechtecke übereinander. Das Ganze wird rundherum festgesteckt. Ihr lasst an einer Seite eine Wendeöffnung von 10 cm. Das Ganze wird nun rundherum mit einem Geradstrich festgenäht. Die Wendeöffnung lasst ihr offen. Bitte überprüft unbedingt, ob eure Matratze auch in das Puppenbett passt. Wie ihr seht, war es bei mir etwas zu groß, sodass ich das nochmal korrigieren musste. Passt alles, werden die Nahtzugaben außer im Bereich der Wendeöffnung zurückgeschnitten. Die Ecken werden dreieckig abgeschnitten. Nun das Ganze durch die Wendeöffnung wenden und glatt streichen. In einem Abstand von ca. 13 cm markiere ich mir auf der Matratze 3 senkrechte Linien, die anschließend mit einem Geradstich abgesteppt werden, damit das Volumenvlies nicht verrutscht. Anschließend wird die Wendeöffnung zusammengesteckt und mit einer Naht verschlossen. Für das Kopfkissen braucht ihr 2 Rechtecke in eurem gemusterten Stoff A26 x 20 cm. Auch diese legt ihr wiederum rechts auf rechts übereinander und steckt sie rundherum fest. Auch hier bleibt eine kleine Wendeöffnung. Das Ganze rundherum nähen, im Bereich der Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen und dann die ganze Arbeit um 90 Grad drehen. Nach dem Nähen werden die Nahtzugaben zurückgeschnitten, außer natürlich im Bereich der Wendeöffnung. Dann die Arbeit wenden und das Ganze mit Füllwatte bis zum gewünschten Volumen ausstopfen. Die Wendeöffnung wird mit einem Matratzenstich verschlossen. Hierfür wird Anfang und Ende vernäht und dann wird abwechselnd in die eine und die andere Stoffkante eingestochen. So wird die Naht beinahe unsichtbar verschlossen. Für die Bettdecke braucht ihr 2 Rechtecke eures gemusterten Stoffes A45 x 43 cm. Auch die legt ihr wiederum rechts auf rechts übereinander. Das Ganze geschieht genauso, wie ihr das Kopfkissen auch zusammengenäht habt. Wieder rundherum feststecken, Wendeöffnung lassen und das Ganze mit einem Geradstich nähen. Nun die Nahtzugaben zurückschneiden, das Ganze mit Füllwatte ausstopfen und die Wendeöffnung wieder unsichtbar mit einem Matratzenstich verschließen. Wenn ihr auch Puppenmamas oder Puppenpapas zu Hause habt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss.